Hallo zusammen! Wenn ihr euch dieses Video anschaut, dann hat euch eure Lehrerin oder euer Lehrer wohl zu einer Videokonferenz eingeladen. Ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Das ist nämlich gar nicht schwierig. Was braucht ihr? Wenn ihr mit einem Computer oder einem Laptop arbeitet, natürlich eine Kamera und ein Mikrofon und den Browser Google Chrome. Mit dem funktioniert es am besten, mit manch anderem Browser vielleicht nicht so gut. Ihr könnt auch eine App auf dem Handy oder auf dem Tablet benutzen. Dazu später. Wenn ihr am Computer oder mit dem Laptop und somit mit dem Browser Google Chrome arbeitet, dann öffnet den. Ihr habt von eurem Lehrer einen Link bekommen, der immer gleich aufgebaut ist. Er geht los mit meet.ffmuck.net und dann kommt der Raumname. Diesen Link klickt ihr entweder an oder ihr öffnet Google Chrome und gebt ihn oben in der URL-Leiste ein. Beispielsweise heute meet.ffmuck.net/ und unser spezieller Raumname ist heute Pinguin. Enter und schon kommt ihr in den Raum. Ihr seht, Herr Flaps ist schon da und der Unterricht kann gleich losgehen. Im Endeffekt seid ihr jetzt schon drinnen und könnt auch loslegen. Was müsst ihr noch tun, bevor der Unterricht so richtig losgehen kann? Zunächst einmal fahrt ihr mit der Maus über euer Bild und gebt hier euren Namen ein, damit die anderen auch sehen können, wer ihr seid. Dann klickt ihr hier unten auf die drei Punkte und auf Qualitätseinstellungen und stellt niedrige Auflösung ein, damit es bei allen flüssiger geht. Fertig! Schaltet auch unbedingt euer Mikro aus und wenn ihr nicht gesehen werden wollt, schaltet auch die Kamera aus. So läuft es auch bei allen flüssiger. Hier rechts unten könnt ihr auf die vier Kacheln klicken und damit die Ansicht verstellen. Es gibt zwei Ansichten, einer groß und auf der rechten Seite dann alle klein oder alle gleich groß. So habt ihr den besten Überblick. Wenn ihr sprechen wollt, dann klickt einfach hier unten links auf die Hand. Es erscheint dann bei euch diese kleine blaue Hand und der Lehrer kann sehen, dass ihr was sagen wollt. Er ruft euch dann auf. Dann müsst ihr natürlich wieder das Mikro hier unten einschalten, damit ihr auch gehört werdet. Haltet euch bitte unbedingt an die Gesprächsregeln, sonst wird das Ganze ein heilloses Durcheinander. Wenn ihr etwas zeigen wollt, zum Beispiel eure Hausaufgabe, müsst ihr den Bildschirm teilen. Dazu klickt ihr hier unten links auf den Bildschirm, sucht hier Anwendungsfenster aus und klickt dann zum Beispiel auf die Word-Datei mit eurer Hausaufgabe, die ihr zeigen wollt, und auf Teilen. Dann sehen die anderen euren Bildschirm bzw. das Fenster, das ihr geteilt habt, und ihr könnt zum Beispiel gemeinsam die Hausaufgabe besprechen. Die Freigabe beendet ihr mit einem Klick auf Freigabe beenden. Wenn dann die Videokonferenz vorbei ist, könnt ihr hier unten auf das Telefon klicken und dann verlasst ihr die Videokonferenz auch schon wieder. Wenn ihr mit der App auf dem Handy oder auf dem Tablet teilnehmen wollt, ist das auch kein Problem. Installiert sie euch, öffnet sie dann. Und dann müsst ihr beim ersten Mal noch einige Einstellungen vornehmen, aber nur beim ersten Mal. Klickt dazu auf die drei Striche links oben und auf Einstellungen. Wenn bei Anzeigename noch nicht euer Name drin steht, gebt ihn bitte ein. Ihr dürft natürlich auch nur euren Vornamen eingeben, wenn euch das lieber ist. Und bei Konferenz-Server-URL gebt ihr hier ein https://meet.ffmuck.net. Mehr nicht. Den Konferenznamen gebt ihr dann auf der Startseite ein. Hier, wo steht Konferenzname eingeben. Heute zum Beispiel Pinguin. Beitreten und schon nehmt ihr mit der App teil. Die Funktionen sind bei der App so ähnlich wie bei der Browser-Version, allerdings könnt ihr bei der App nichts teilen. Mit einem Klick auf das Telefon seid ihr dann auch wieder draußen. Das war's dann auch schon wieder. Viel Spaß!
bei euren Videokonferenzen.